Hallo lieber Skorpion, ich begrüße dich hier auf meinem Kanal und zu deinem Februar 2021 Kartenreading für Business Owners, CEOs, Entrepreneure, kreative Menschen, die sagen, ja, das, was andere Menschen als normales Leben betrachten, ist mir noch lange nicht gut genug. Ich bin immer dabei, mich fortzuentwickeln, nach neuen Möglichkeiten zu schauen und selber zu wachsen. Und das Ganze eben auch nicht nur geistig, sondern auch spirituell. Und deswegen bist du wahrscheinlich auch hier gelandet bei deinem Kartenreading für den Monat Februar 2021, lieber Skorpion. Und wir fangen gleich mal an, die übergeordneten Botschaften auszulegen, bevor wir dann in die Details reinschauen. Und ich möchte dich aber auch einladen, nicht nur dein Sternzeichen-Video zu schauen, sondern vielleicht auch bei deinem Aszendent- und Mondzeichen vorbeizuschauen, um so ein allumfassendes Bild für den Februar zu bekommen. Wenn du nicht weißt, wer dein Aszendent- und Mondzeichen sind, dann google das einfach mal, gib deine Geburtsdaten ein. Das kriegst du ja ganz schnell ausgespuckt, um dann hierher zurückzukommen und die entsprechenden Videos auch noch zu schauen. Ansonsten möchte ich noch sagen, das ist ein allgemeines Reading. Es kann also sein, dass nicht alles resoniert, was ich hier mit dir teile. Also schau einfach, was für dich passt und sortiere dir aus, was für dich nicht passen sollte. Komm auch gerne am Ende des Monats hierher zurück, um einfach nochmal zu schauen, hey, was macht vielleicht am Ende des Monats oder in der Mitte des Monats nochmal anders Sinn als zu Beginn. So. Schauen wir mal, welche Schutzgöttin dich begleitet auf deinem Weg durch den Februar, welches Thema auch im Februar für dich ansteht. Da haben wir einmal Humor und als zweite Karte, die mit rausgefallen ist, Devotion, also auch ja, so eine Art Leidenschaft. So, dann schauen wir mal, welches Krafttier dich begleitet im neuen Monat, Februar 2021, für den Skorpion. Hingabe ist es auch eher, ne, als Devotion. Auch hier sind zwei Karten gefallen, also es scheint schwungvoll zu werden für dich, lieber Skorpion. Wir haben das Reh, geh behutsam zu Werk, und die Maus, kümmere dich um die kleinen Dinge. So, als letzte übergeordnete Botschaft schauen wir mal, welche Handlung für dich wichtig ist, welches Thema dich noch begleitet im Februar 2021, da für dich ansteht. Da haben wir Letting Go. Es geht ums Loslassen. Habe das Gefühl, wir brauchen noch eine. Intention. Eine Intention setzen. Okay, in die Deutung gehen wir gleich. Ich lege erstmal noch die anderen Karten fertig aus. Ich mache schon mal die Kamera runter. Dann siehst du so ein bisschen die übergeordneten Botschaften hier liegen. Es sind so viele bei dir, die passen gar nicht alle rauf. Schau mal, was die einzelnen Wochen im Februar für dich bereithalten. Königin der Schwerter ist schon rausgefallen für Woche 1. Für den Skorpion 2021, Februar 2021. Königin und König, guck mal an. So, den Rest machen wir so. In Woche 2 haben wir noch eine Königin. Wow, Ritter, du hast die ganzen hohen Karten, Skorpion. Was ist denn hier los? Vier der Kelche und vier der Münzen, Hube der Münzen und Ass der Münzen. Das ist ja der Hammer. Oh, das ist ja der Hammer. So viele hohe Karten, das ist ja der Wahnsinn. Okay, fangen wir mal an mit der Deutung. Wir fangen erstmal mit den allgemeinen Botschaften an, bevor wir in die Details reinschauen. Und wir haben hier Humor als übergeordnete Botschaft, die für dich gefallen ist. Also die Dinge gerne auch mal von der humoristischen Seite nehmen, nicht alles so ernst sehen. Der Skorpion ist ja auch so ein Sternzeichen, das auch gerne mal so ein bisschen
in so eine Depri-Stimmung verfallen kann, die Dinge vielleicht auch mal so ein bisschen verbissen sieht. Also hier die Aufforderung, für ein bisschen mehr Leichtigkeit und ja, Lachen in dein Leben zu bringen. Ja, wenn dir nichts anderes bleibt, dann lach doch einfach drüber. Wir haben aber auch einen Hinweis zu einer Hingabe. Hingebungsvoll sein. Man kann ja auch hingebungsvoll lachen, obwohl sie jetzt hier so ernst schaut, unsere hingebende Göttin Parvati. Aber die Dinge, die du tust, schon mit vollem Herzen auch zu tun, mit vollem Herzen dabei zu sein und das auch gerne immer wieder zu überprüfen, auch für alle Lebensbereiche, auch wenn ich ja jetzt als Business Coach eher aus der Business-Sicht drauf schaue, also wo in deinem Businessleben bist du ja vielleicht sogar in einer Art Hamsterrad gefangen und dir fällt es noch gar nicht richtig auf und wo bist du voller Hingabe und Leidenschaft dabei, wo schlägt dein Herz höher bei welchen Tätigkeiten, das haben wir nachher hier auch nochmal in unserem Bube der Münze-Karte. Und wo bist du auch so ein bisschen festgefahren und darfst dich da nochmal frei rückeln und das vielleicht gerne auch mit ein bisschen Humor. Wir haben das Reh, einen scheuer Wegbegleiter, der eben auch sagt, geh behutsam zu Werke, ne? Und so scheu wie so ein Reh halt ist, ne? Keine schnellen Bewegungen, sonst ist es schneller weg, als man gucken kann. Und hier vielleicht auch der Hinweis, deinen Stachel, lieber Skorpion, mal so ein bisschen behutsamer einzusetzen und nicht immer gleich so rauszustacheln. Das könnte dir auf deinem Weg im Februar vielleicht auch eine Hilfe sein. Wir haben die Maus, die sagt, kümmere dich um die kleinen Dinge. Man sagt ja so gerne, auch der Teufel steckt im Detail. Also achte vielleicht mal darauf, wo es sich lohnt, im Großen und Ganzen unterwegs zu sein. Aber wo man vielleicht auch mal Augenmerk auf die kleinen Dinge legen sollte und auch mal ein bisschen detailverliebter ja, an den Tag herangehen sollte oder eben auch mal zu schauen, was habe ich bisher übersehen, vielleicht auch dürfen, wo es gilt, jetzt mal genauer hinzuschauen. Und was zu diesen ganzen Karten sehr, sehr gut passt, ist hier die Intentionskarte, dieses, okay, was soll denn mein Weg eigentlich sein? Wo soll denn mein Fokus eigentlich drauf liegen? Und wenn ich das gefunden habe, dann gehe ich voller Hingabe diesen Weg. Dann bin ich all in und gehe auch los. Und gleichzeitig, um Platz zu machen für diesen neuen Weg, muss ich Altes loslassen. Das können Gewohnheiten sein, das können Gedankengänge sein, das können Gefühle sein, die immer wieder hochkommen, das können alte Muster sein, das können auch Menschen sein, das kann auch ein Job sein, das kann auch, also meine Readings richten sich ja eher an Selbstständige, an Unternehmerinnen, Unternehmer. Es kann auch sein, dass irgendwelche Angebote, die du immer unterbreitet hast, jetzt für dich nicht mehr stimmig sind. Also selbst wenn die Kunden das gerne kaufen, dass du sagst, ach, das passt gar nicht mehr zu mir, das ist gar nicht mehr so meins. Dir auch dann zu erlauben, ich darf Sachen, die nicht mehr zu mir passen, loslassen und mit neuer Hingabe neue Intentionen setzen, neue Wege gehen. Und ich muss das ja nicht hardcore machen, ich kann da ja auch behutsam zu Werke gehen, ja. Aber bei allem, was du tust, versuch deinen Humor nicht aus den Augen zu verlieren und versuch auch anzuerkennen, dass nicht jeder Mensch, der dir begegnet, den gleichen Humor hat wie du, sondern dass ja, vielleicht dein Humor nicht bei jedem gleich gut ankommt, aber auch du vielleicht nicht jeden Humor, den andere mit an den Tag legen, immer so gut aufnimmst und da auch vielleicht so ein bisschen Verständnis mit reinzubringen. Ah, okay, habe ich missverstanden, ist okay. Aha, war witzig. Okay, dann danke fürs Aufklären. So. Dann liegt ja hier wirklich die Creme de la Creme an hohen Trumpfkarten. Also Bube, Ritter, Dame, König, Ass, das sind ja die Trumpfkarten. Und du hast ja hier wirklich bis auch in der dritten Woche in die Vollen gegriffen. Und wenn so viele Trumpfkarten sind, dann ist es entweder für jemanden, der schon sehr, sehr weit ist auf seinem Weg, oder auch Karten, die mit Nachdruck eine Botschaft rausbringen. Eine Botschaft, die für dich vielleicht nicht neu ist, die du schon öfter gehört hast und wo die Karten sagen wollen, ey bitte, wie oft denn noch? Jetzt kommt hier aber wirklich, wirklich, wirklich der Wink mit dem Zaunfall. Ja, jetzt mach doch endlich. So, und schau mal einfach, was mit dir resoniert und was vielleicht nicht. Oder wie gesagt, was vielleicht am Ende des Monats mehr Sinn macht als am Anfang. Schau da einfach mal rein. In der ersten Woche
finde ich sehr, sehr spannend, dass die Königin der Schwerter und der König der Stäbe zusammenkommen hier. Die Königin der Schwerter ist eher eine Frau, die aus dem Verstand heraus agiert, die eine Klarheit hat, die die Fakten gut kennt, die, ne, also das kannst du sein, das kann aber auch jemand anderes in deinem Leben sein, aber ich gehe mal davon aus, dass du damit gemeint bist. Jemand, der ein gutes Maß hat zwischen Emotionalität, so ich lasse mich vom Bauchgefühl leiten, aber ja, ich bin auch im Kopf, ich kenne die Fakten, ich nutze meinen Verstand und dadurch bringe ich Klarheit in mein Leben oder auch ins Leben anderer und treffe halt dadurch auch gute Entscheidungen und bin auch guter Ratgeber für andere dadurch, ja. Und der König der Stäbe, auch jemand, der gut auch mit Intuition verbunden ist, der gut geerdet ist, der aus jeder Lebenslage was macht, der ja immer seinen Platz hat und sagt, naja, ist halt anders, müssen wir halt drauf reagieren. Also der immer klarkommt, der auch immer ein guter Ratgeber ist. Und von daher sind die beiden, wenn es darum geht, zu wachsen oder auch andere ins Wachsen zu bringen, immer sehr, sehr gute Ratgeber. Und da die sich beide anschauen, könnte es sein, dass eine Business-Kooperation ins Haus steht. Vielleicht verliebt sich auch der eine oder andere von uns. Mal schauen, wenn du Skorpion bist oder ein Skorpion in dein Leben kommt. Kann ja auch sein. Das würde ich mir mal genauer anschauen. Wer ist in der ersten Februarwoche sehr präsent? Wer kommt vielleicht auch wieder neu in mein Leben, wer mich schon mal begleitet hat? Wer will eine Business-Kooperation eingehen? Oder vielleicht kommen auch neue Kunden, die schon sehr, sehr weit sind, die auf Augenhöhe mit dir sind, aber einfach ein Thema haben, das du gut bedienen kannst. Also auf jeden Fall geht es hier um Begegnung, um Annäherung, um Miteinander, um Hingabe. Und auch darum, einen Weg gemeinsam zu gehen. Und sich ganz wichtig auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist jetzt auch ein Punkt. Hier geht es nicht um, ich kann dir was sagen oder, oh, kannst du mir was sagen? Nee, es geht um Augenhöhe. Ganz, ganz wichtig. Und das passt natürlich auch wieder zu, geh behutsam zu Werke. Achte darauf, dich nicht über jemanden zu stellen. Aber eben auch, dass niemand anderes sich über dich stellt. So, dann haben wir hier Königin der Münzen und Ritter der Münzen. Also du nutzt deine Talente sehr, sehr gut und bist dadurch in der Lage, auch Erfolge zu feiern. Die Ernte, die du ausgesät hast, auch einzufahren. Und hier geht es auch darum zu wissen, was kann ich gut und diese Talente zu stärken. Und alles, was du nicht gut kannst, na, hör auf, dir darüber Gedanken zu machen. Ist halt so, nicht jeder kann alles. Wisse, was du kannst und mach das. Und alles, was du nicht kannst, ist doch scheißegal, das können halt andere gut. Und deinen Weg zu gehen, gerne auch aufzubrechen zu neuen Ufern. Und vielleicht hast du auch das Gefühl von, ich habe so viel erreicht oder ich kriege so und so gutes Feedback oder ja, das und das läuft gut bei mir und kommst in so eine Überlegung von, obwohl es so gut läuft, mir ist es fad geworden. Ich bin nicht mehr so, ich weiß, was ich habe, es ist, ja, ich bin dafür dankbar, das ist alles in Ordnung, aber kommt auch so ein bisschen Langeweile in mein Leben oder es wird Zeit für was Neues. Und dann haben wir hier den Ritter der Münzen, der sein Pferd sammelt, seine Talente mitnimmt und sagt, mal gucken, was es Neues gibt. Und schau mal, ob sowas in deinem Leben gibt, wo es aber eben auch um Entscheidungen geht. Was muss ich dafür hinter mir lassen, um Platz zu schaffen für neue Dinge? Also da geht es natürlich auch um Entscheidungen zu treffen und da willst du nicht so richtig ran, obwohl dieses Gefühl in der zweiten Woche sehr, sehr stark da sein wird, ist in Woche 3 so ein bisschen Stuck State. Es ist so, na, aber ich will nichts loslassen, ich will da nicht ran, das ist so, oh, ich will keine krassen Entscheidungen treffen, sagt ja auch keiner, musste ja auch nicht. Wenn ich andere um Rat frage, die bieten mir Optionen, die bieten mir Lösungen, ich will das aber nicht, ich finde immer ein Aber. Und vielleicht ist es auch gut, sich dann einfach mal so ein bisschen zurückzuziehen, über sich selber zu lachen und sich zu fragen, was will ich denn eigentlich? Was genau passt mir denn gerade nicht und was will ich denn stattdessen? Wie hätte ich es denn gern stattdessen? Und eben deine Intention neu zu setzen. Und dann kommst du automatisch zu Dingen, die du nicht mehr länger willst und loslassen möchtest und kannst die Entscheidungen treffen. Und das Spannende ist, wenn du das tust,
haben wir das hier in Woche 4 im Februar für dich, lieber Skorpion. Wir haben den Buben der Münzen. Der Bube, der eben auch so für Neuanfang steht, begleitet vom Ast der Münzen. Zweimal Neuanfang und Zeichen, die dir gesendet werden vom Universum, von wem auch immer. Und diese Zeichen, übersehe die nicht. Das ist wie so ein göttliches Geschenk, das dir gereicht wird. Das kann jemand sein, der in dein Leben kommt oder gekommen ist. Und ja, dich anregt zu, wow, ja, lass uns das machen. Oder es kann auch sein, dass dir in der Meditation, im Rückzug, eine Idee kommt, das ist krass. Und die gilt es dann nicht zu überhören. Vielleicht liest du auch in einem Buch was, vielleicht hörst du auch in der Liedzeile irgendwas raus. Ja, also achte auf die Zeichen, weil dir wird irgendwas dargeboten werden, irgendwas gereicht werden, was auch göttlich geschützt ist. Und nimm das an, und zwar mit Abenteuerlust und fast kindlichen Augen. Also geh nicht in dieses ja, aber und überhaupt und guck mal, was ich schon alles investiert habe, wie weit ich schon gekommen bin und bla bla bla, sondern was würde eine jüngere Version von dir entscheiden? Ja, also wie oft haben wir ja auch junge Menschen, die sind, so, ich mache das jetzt einfach, na und? Und darum geht es, dieses Jugendliche, diese Abenteuerlust wieder zu erlangen und die Dinge fröhlich, leichtfüßig neu zu bewerten und ja, so eine Leichtfüßigkeit, so eine Freude da reinzubringen. Und es müssen ja nicht in 7 Meilen-Schritten sein, ja, kümmere dich um die kleinen Dinge, aber so Schritt für Schritt was Altes auslaufen lassen, was Neues implementieren, wenn du dich dafür entscheidest. Und ja, dieses Freudvolle, wirklich dieses, oh, yes, ich probiere das mal, wann, wenn nicht jetzt, ja, auszuprobieren. Und ja, Freude, Folge der Freude ist ja immer so unser Standard-Coaching-Spruch, der jetzt hier sich für dich auch zeigt. Wow, das wird, ich bin super gespannt, teil gerne in den Kommentaren mit mir, ob das für dich resoniert oder ob das auch im Laufe des Monats, was sich da für dich zeigt, lieber Skorpion. Als abschließende Karte habe ich für dich Radiance, keep your head held high and follow the sun. Ja, Folge der Freude, bleib bei dir, bleib fröhlich, streck dich der Sonne entgegen wie eine Blume. Ja, als wenn das ja auch die Sonne ist, die scheint. Die Sonne ist dein Geschenk. Schau, was dich auch kickt, was dir Kribbeln im Bauch macht, wenn es vor dir landet. Wo du sagst, und vielleicht macht es dir auch ein bisschen Angst. Aber schau mal, ob es sich nicht lohnt, dafür zu brennen und das zu gehen. Also es liegt hier echt cool. Und falls es in Woche 3 so ein bisschen ist, dann Woche 4 ist genial. Also versuch auch aus der Ruhe heraus neue Entscheidungen zu treffen. Echt mega. Okay, lieber Skorpion, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich über ein Like, ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, das hilft mir auch mit meiner Reichweite und du wirst informiert, wenn es das nächste Skorpion-Video gibt. Alles, alles Liebe, deine Denise, die Lifestyle-Architektin, Mentorin für spirituelle Business-Rockstars.